Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Ass Reiter und wir sind hier in Folge Nummer, gute Frage, 38 von Astronier. Und ja, der Dean hatte mir geschrieben, ich sollte mal gucken, wenn ich da unten runtergehe, dass ich mal diese ja, Forschungskapseln oder diese Kapseln, die man öffnen kann, da zeige. Dann kann er mir sagen, was da reinkommt. Ja, steht ja drauf, man müsste manchmal Strom dran machen, manchmal braucht man hier irgendwie Graphit oder sowas. Das ist mir schon bekannt. Ich war zwischendurch hier unterwegs. Ich habe hier hinten, da hinten habe ich zwei Lager hingestellt, hatte auch ein bisschen Dingens eingesammelt. Wie heißt es? Bisschen Gemüse hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber das Gemüse ist auch schon alle. Der letzte läuft schon. Ist schon wieder so weit, ne, dass da schon wieder was fehlt. Ich würde sagen, wir machen mal ein Intro weiter. Ich sammle hier mal noch Grünzeug ein und dann packe ich das da hin und dann schauen wir mal weiter, dass die Forschung vorankommt, weil wir brauchen ja ganz viele Forschungspunkte und da fehlt es noch dran, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, ich habe ein bisschen weiter gespielt, habe noch was gemacht, aber ich weiß nicht, wo ich sozusagen bin, weil das Spiel zwischendurch mal dann bei der Aufnahme abgestürzt ist, so ein Shit. Also wir haben hier definitiv Lager gebaut, da ist auch noch so ein Biomasse da und ja, ich weiß jetzt nicht gerade, wie es weitergeht. Ich wollte eigentlich losfahren, um noch Forschungsteile zu kaufen bzw. einzusammeln und ja, wie wir jetzt sehen, hat er gerade die Biomasse schon alle. Das heißt, wir müssen erstmal Biomasse ranholen, damit wir da weiterkommen. Das machen wir jetzt mal. Ja, passt. Dann holen wir erstmal Biomasse für unseren Forschungspartner. Das müssen wir ja kriegen. Okay, da sind wir schon voll. So, jetzt reicht's. Nee, da war falsch. Ich würde jetzt gerne den wieder mitnehmen und schmeiß die mal gerade ein Stück vor. Und dann gucken wir, dass wir da hinten zum Lager kommen. Ja, ich weiß, dass du dahin willst. Okay, jetzt ist der mir außer Reichweite. Könnte da mal einer. Ja, jetzt geht er. Und der geht auch. Dann machen wir das hier auf. Gehen dann hier rein. Weitere Teile dahin. Und dann haben wir noch eine Biomasse da. So, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt suchen wir unser Auto und fahren erstmal diese Teile holen, die ich da haben will. Wo steht unser Auto? Das müsste eigentlich da vorne irgendwo sein, ne? Oder? Ja, da rechts steht's. Gut, wir machen das hier ab. Und dann wollen wir gucken, dass wir so zwei dicke, fette Forschungsdinger kriegen, weil die bringen uns ja am meisten Forschungspunkte und die brauchen wir jetzt. So, da sind wir drinne. Komme ich da so rum? Ja, lieber einmal zurücksetzen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir solche dicken Forschungsdinger finden. Ist das hier irgendwo was? Ist da rechts? Ich glaube, da rechts ist schon einer, oder? Ich glaube, da sitzt so ein Teil dran hier. Yep. So, das heißt, einen haben wir schon. Einmal absteigen. Nehmen und hier draufpacken und aufsitzen. Und schauen, dass wir mal weiterfahren und hoffen, dass wir hier noch so ein Teil finden. Hier sieht es nach einem Loch aus. Was sind diese komischen Teile? Ich hoffe, das ist nur, sag schon, eine Deko-Sache. Ist da vorne einer? Könnte sein, oder? Sonne geht auf und ich glaube, hier vorne sitzt so ein Teil drauf. Ah, da rechts ist auf jeden Fall auch einer. Ne, das links ist irgendwie ein Schrott. Aber hier sitzt er. Den brauchen wir. So, den da drauf. Dann haben wir schon das, was wir wollten. Wir können jetzt aber hier gerade noch ein bisschen Biomasse mitnehmen. Wo war schon die? Ah, hier, für Dienen ist so ein Teil hier. Also, das ist jetzt ein Forschungsteil, was Strom braucht. Da müsste man jetzt hier einen Kabelstecker haben und ja, einen Generator sozusagen. Ja, das ist halt so. Aber gerade nicht so
brauchbar, weil wir so jetzt hier nicht das anschließen können mit Strom. Da brauchen wir einen Generator für, denke ich mal. Okay, da ist der Baum umgefallen. Ah, guck mal, hier müssen wir gleich hin. Hier gibt es noch ganz viel und das ist doch auch ein Forschungsding, oder? F-Scannen. Sehr gut. Jetzt haben wir den ganzen Wald hier gleich aufgerissen. Das können wir auch scannen, wenn dann nicht der Kohlenstoffgrundstoff da im Weg wäre. 37. Aber hier müssen wir uns eine Dingens. Aber jetzt haben wir den natürlich nicht mit, diesen Marker, ne? Oder haben wir noch einen im Rucksack? Gucken wir mal gerade. Das ist ein Verpacker, das ist Erde. Ne, haben wir nicht. Gut, hier müssen wir auf jeden Fall hinfahren, weil da ist noch so ein dickes Ding, da im Baum saß auch noch einer. Das sind also zwei Proben, die wir hier holen können, definitiv. So, das heißt, wir drehen um, zurück zum Lager. Jetzt ist der alle der Wagen. Jetzt müssen wir gleich nur gucken, wo wir hier sind. Okay, da ist unser Lager. Ist das hier die Ecke, wo der Autoarm stand, ne, oder? Genau, ich glaube schon. Hier hatten wir den Autoarm hingestellt. Oder den Versuch gehabt, den Autoarm hier hinzustellen. Das heißt, hier müssen wir lang. Okay. Hier rechts stand da, genau. Da wissen wir auf jeden Fall, wo wir gleich hin müssen, die zweiten Doppelproben da zu holen. Und hier müssen wir eigentlich mal ordentliche Flicken machen, dass wir hier nicht runterfallen. Weil das ist nicht so positiv, wenn wir da runterrutschen. So, da fahren wir jetzt hier mal hin und steigen hier mal aus. Das Teil erstmal aus. Wir setzen den da rein. Und den, geht das? Ja, passt, da rein. Okay, dann haben wir ein bisschen aus der Reichweite, sonst haben wir gleich außen im Rucksack nämlich wieder so Material da drin. Weil das macht er ja gerne hier mit dem Strom, ne? Der Autoarm. So. Und den dritten da auch noch rein. Passt, dann haben wir ja auch schon mal was geschafft, dass das klappt. Sehr gut, und ich denke, wir fahren jetzt gerade nochmal dahin. Einen Generator müssten wir mithaben, ja. Aber nee, das bringt mich jetzt hier nicht so weiter. Einen Generator habe ich jetzt nur den einen hier stehen, ne? Können natürlich einen drucken, aber für einen Generator zu drucken, müssten wir mal schauen, ne? Doch, das kann man ja hier machen, oder? Aber kleiner Drucker, Verbindung, Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, aber der wird nicht reichen, schätze ich mal. Kann man diese Kiste mitnehmen? Das ist die Frage. Weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren. Gut, das heißt, ab ins Fahrzeug. Kurz einmal den Akku anmachen. So, dann fahren wir da nochmal hin und holen die anderen zwei Dinger, oder? Wir gucken, dass wir diese... Ist das hier auch so ein Teil? Nein, nein, das ist nur Schrott, oder? Ja, das ist nur Schrott. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da vorbeikommen. Hier war die eine Forschungsprobe. Genau, das müsste der richtige Weg sein. Hier in dem Tal durch. Und da vorne muss es gleich sein. Ein bisschen hier aufpassen, da ist eine Höhle links. Da ist eine Höhle rechts. Hier rechts müssen schon die Teile sein. Da vorne ist auch dieses Teil. Okay, aber ich glaube, den kriegen wir nicht aufgepackt, oder? Wir werden es gleich erfahren, wenn wir das probieren. Ne, geht nicht. Das heißt, wir müssen den da öffnen. Aber dafür müssen wir Strom haben. Und ich glaube, der Strom ist... Ja, nicht mit dem kleinen Generator zu machen, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Müsste man schauen, ne? So, und das ist unsere zweite Probe. Die kommt jetzt auch mit. So, dann haben wir das schon mal. Warte mal, wie kann ich den kleinen Generator hier bauen? Kleiner Generator, was brauche ich da? Gemisch. Gemisch haben wir hier vorne dran. Da probieren wir es doch mal aus.
Schauen wir mal, ob das reicht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, einer ist zu wenig. Irgendwie war da was. Meine Mordrak hat mir das schon mal gesagt, oder? Den weg. Kurz dahin. Stell den mal besser positioniert dahin. Dann kann ich das auch mit dem Stromanschluss machen. So, und jetzt muss der nur Saft haben noch. Da müssen wir gerade mal Biomasse zusammenräumen. Okay, da haben wir sie schon. Und ich glaube, das ist zu wenig, ne? Oder wie war das? Obwohl. Nee, sieht so aus, dass der gleich aufgehen könnte. Ja. Kann man den Schrott mitnehmen? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist da jetzt eine Forschungsprobe drin. Und den können wir wieder hier reinpacken, ne? Ja, passt erstmal. Oh, wir haben keinen Sauerstoff mehr. Schnell zurück. Glück gehabt, ne? Wäre das hier Schrott? Schutt, ja, könnte man mitnehmen dann. Okay. Das heißt, wir drehen jetzt hier um und fahren mit den zwei Teilen zurück. Die nächsten großen Forschungsproben, die wir dann ausbauen können. Ich habe den Rucksack leer, fällt mir gerade so auf. Und hier ist ganz viel Biomasse. Das bedeutet, die nehmen wir erstmal mit. Organische Klamotten haben wir. Ach, es liegen schon welche daneben. Okay, aber vorne am Wagen war auch noch ein Platz. Ich dachte, ich hätte jetzt Platz im Rucksack. Habe ich schon so viel da reingeholt? Ach so, doch nicht so viel im Platz im Rucksack. Ne, den wollte ich dahin packen. Ich glaube, man kann da auch einen dritten Anhänger ranhängen, ne? Oder wie war das? Das müssen wir vielleicht mal überlegen. Okay, da ist schon mal der wieder leer. Einmal weiterfahren. Schauen, dass wir hier nirgendwo drinnen liegen bleiben. Ich glaube, da können wir links dran vorbeifahren. Das ist ein bisschen schäppig, was wir hier gemacht haben mit den Löchern in der Erde. Ne? Da müssen wir definitiv noch was an unserem Bodenwerkzeug machen. Ne? So, gleich kommen wir da durch. Ja. Okay, die Teile sind beide noch in Forschung. So, abgestiegen. Den einmal da hingesetzt und den einmal da hingesetzt. Dann den. Geht das von hier aus? Nein. Ich möchte nicht zu nahe dem kommen, weil sonst packt er mir nämlich was in den Rucksack. Das will ich ja gerade nicht. So, da haben wir wieder Biomasse noch dafür. Wunderbar. Okay, das heißt, ja. Jetzt zusammengebaut, zusammengeklappt das Ganze einmal zu dieser Plattform und dann schauen wir mal, wie viele Punkte wir haben. Sah man doch hier, ne, oder? Ne, da sah man das nicht. Da waren unsere Aufgaben drin. Im Tab sieht man das. 1424. Okay, das ist natürlich jetzt noch nicht so prickelnd, ne? 2500, dann kriegen wir die Handelsplattform und die sollten wir vielleicht als nächstes machen, weil da können wir mit Klamotten dann handeln, die wir dann brauchen, ne? Vielleicht aber ist das besser, vielleicht den Generator, den wir noch haben, den könnten wir doch auch noch hier hinstellen. Vielleicht kriegen wir dann zwei Updates hier, hier ist noch eine Forschungsprobe. Pack die mal gerade dahin. Wo ist jetzt hier der Generator, den hatten wir doch gebaut? Erde? Pust. Das ist ein Verpacker. Tja, wäre schön, wenn ich wüsste, wo er ist, ne? Voranpassungsstufe 1. Ja. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen doof, oder? Verstehe ich jetzt nicht, wo mein Dingens geblieben ist. Habe ich den doch da stehen lassen? Das war doch eine Forschungsprobe, ne? Ja.
Die kommt jetzt mal dahin. Und den Generator, der fehlt mir. Oder ist sie hier drunter? Nein. Warte mal, ich habe irgendwo Biomasse reingepackt und da war der drunter. Das könnte natürlich sein, warte. Er hat ihn da oben. Hier ist er. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir den hier hingestellt kriegen und er zwei füttern kann und ob mit zweien das dann besser läuft. Weiß ich aber nicht. Ich hoffe, dass der Strom... Der reicht natürlich nicht dahin. Kriegen wir den dahin und dann reicht's. Und der füttert den noch? Weiß ich nicht. Anschalten. Drehen die schneller oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Warte, müssen wir beobachten. Ja, die drehen schneller. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Es ist nur die Frage, ob er beide füttern kann. Oh, die Forschung ist fertig. Das wäre cool. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Den Befütterter ist klar. Kriegt er den anderen auch befüttert, ist die Frage, ne? Beide sind fertig. Ne, da ist jetzt das kleine Ding reingekommen erst. Sieht jetzt nicht so doll aus, ne? Müssen wir mal gucken. Wie viele Forschungspunkte haben wir? Sehen wir hier. Aber oh, sie laufen richtig schnell jetzt rein. Okay, das ist schon mal cool. Dann können wir doch schon mal gleich raussuchen. Hier, ich glaube aber, das war nicht auf Stufe 1, sondern diese Plattform war auf 2 oder so. Was ist das rosane hier? Mittleres Solarmodul? Nee. Was ist das da unten? Nee, das hier. Silo. Planierer. Bohrstärker? Nee, das sieht alles nicht danach aus. Vielleicht ist es auch noch später hier noch größer. Solarmodul. Windgenerator in groß. Ressourcenkanister. Großes Silo. Nochmal größeres Silo. Dann ist es doch vielleicht hier die vierte, ne? Ja, das sieht wahrscheinlich danach. Autoextraktor. 7500, der wäre natürlich auch nicht schlecht. Extra großer Schredder. Solarstromanlage. Hier ist nichts, oder? Plattform. Großer Rover. Was ist das? Mittlere Shuttle. Große Shuttle? Nee. Bahnhof auch nicht. Wenn ich das jetzt mal finden würde, ne? Handelsplattform, da ist sie doch. 2,5, habe ich gesagt, haben wir gleich. Dann lass uns gerade den Moment noch warten, sind nur noch 200. Ich hoffe, das läuft noch so lange. Aber wir haben auf jeden Fall diese dicke Probe hier noch. Und hoffen, dass der Akku da hinten noch hält. Also der... Ach, den einen kriegt er nicht. Na super. Dann lass uns da nochmal hingehen. Wir müssen das Teil umstellen. Der geht da nicht dran. Doch, jetzt. Lass ihn doch bitte befüllen. Jetzt klappt's. Und jetzt klappt der Stecker nicht, wetten? Kriegen wir den auf der anderen Seite reingesteckt vielleicht. Nein. Wetten, das reicht gerade eben mal so nicht. Warte mal, kann ich den drehen? Nee. Oh Mann, ey. Wie kriege ich den denn? Ach, warte mal, das ist ja auch ganz einfach. Wir können ja auch da anschließen. Der hat ja auch Strom, ne? So läuft's doch. Ich hoffe, jetzt ist es nah genug, ne? Jetzt müssten aber die 2500 Punkte da sein. Sind sie auch. Jetzt brauchen wir die Handelsplattform. Zack. Erforsche Handelsplattform. Erledigt.
So, und jetzt müssen wir sie nur bauen, ne? Ist nur die Frage, wo baust du eine Handelsplattform? Bei welchem Drucker? Ist das hier einer, der dafür zuständig sein könnte? Handelsplattform, da ist es doch. Ach, Wolfram, Eisen und Exoship, alles klar. Da haben wir drei Sachen, die werden wunderbar uns helfen, dass wir da dahin kommen. Gut, okay, da wissen wir aber Bescheid. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.